Entschuldigung, Entschuldigung, kann ich Sie mal kurz was fragen? Hi, wir haben hier ein paar Fragen zum Integrationstest. Dürfen wir Ihnen kurz stellen? Integrationstest. Ja, klar. Warte kurz, ja? Sind so ein paar ganz allgemeine Fragen, ganz einfach. Erste wäre zum Beispiel: Wer ist Deutschlands Bundeskanzler? Das ist der. Pass auf, ich warte. Irgendwas Angelo. Merte. Angelo Merte. Ja, ist fast korrekt. Naja, wir versuchen es mal weiter. Okay. Wer war denn, Angela Merkel wäre richtig gewesen Danke. übrigens. Ja, Kann ich dir fragen? der Wer ist jetzt. der Beste der Ding? Von der König von Deutschland? Ja, der sagt doch Angelo. Angelo, ja, der ist geil. Ja. Das ist brutal, ey. Wer war denn vor Angelo Merte Bundeskanzler in Deutschland? Boah, ich glaube, ich habe kein. Aber kann es sein? Hitler, kann das sein? Hitler. Kann ich den noch fragen? Ey? Der weiß alles immer, ey. Hey, oh, war das Hitler, der vor der Angelo? Vor Angelo war Hitler, gell? Ja. Boah, ey, ich sehe alle Fragen gerade richtig, ey. Warte, bleib noch dran, du kannst mir helfen, ey, wenn es zu gut läuft. Ja, ich sag das, ich sag das. Wann war denn der Mauerfall? Was war? Der Mauerfall in Deutschland. Papa, du willst mich verarschen, was für Fall, Alter, was du labert der für Scheiße, ey. Was, Entschuldigung, kannst du mir helfen für die Frage? Ne, von der sagt mir, dass ein Mauer in Deutschland gefallen ist. Was für ein Mauer, ey. Stimmt nicht. Nein. Ich habe keine Ahnung, ey. Hör auf mich zu verarschen, hör auf mich zu verarschen, Alter. Der hat mich blamiert vor der Frau, ey. Keine Ahnung, was für ein Mauer, Alter. Stell andere frei. Der will mich verarschen, Alter. Wie viele Bundesländer gibt es denn in Deutschland? Drei. Ohne Telefonjoker. Wie viele Länder hat denn Deutschland? Was für 20er, was laberst du? Ich habe drei gesagt. Keine Ahnung, Alter, sag einfach eine Zahl. Ja, drei. Alles klar. Was ist denn die Hauptstadt von Deutschland? Boah, du kommst mir mit so tricky Fragen, ey. Boah, ich war letztes Mal dort. Ich habe keinen Joker mehr, gell? Boah, der hat mich gerade, ey, der hat mich gerade, ey. Luxemburg. Ey, boah, ey, der hat mich verarscht, das bin ich hier. Ey, warte mal, hör mal auf mit so Scheiß. Warte mal, ich rufe dich gleich zurück. Die Hauptstadt ist Luxemburg. Lass sie jetzt mal so durchgehen. Wir haben aber noch eine. Wie viele Einwohner hat Deutschland denn? Boah, ey, Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik, ey. Metalle, ganz Europa. Ja, ganz Deutschland. Aber mit EU. Ja, ohne EU, also nur deutscher Teil. 20, 30.000, so pipapop, so 20, 30. Alles klar. Ey, keine Ahnung, ey. Ich war schlecht in Mathematik, verstehst du, was ich meine, Alter, ey. Du kannst mich fragen, wenn es eine Frau von Brad Pitt oder so, weißt, aber ey, ich habe keine Ahnung von Zahlen, ey, oh! Wer ist denn die Frau von Brad Pitt? Da, Sandra Bullock. Du bist ein Arschloch, ey. Du hast mich immer an den Eiern, ey. Der hat mich immer an den Eiern, ey. Ich habe aber nur noch eins. Ey. Ja, das waren jetzt so ein paar Beispielfragen für den neuen Integrationstest. Mussten Sie den denn auch schon machen? Test oder was? Es gibt 1000 Tests, Alter. Auf Hauptschule nur Test. Mathe-Test, Deutsch-Test, nur Test. Aber die sind alle dumm, weißt du? Die haben keinen Plan von Leben. Die fanden, wie schreibt man das? Was juckt mich das, wie man das schreibt, ey? Was laberst du? Ich hab immer zu ihm gesagt, was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Habe ich immer zu dem gesagt. Hast du überhaupt gelernt, Alter? Was laberst du? Na klar ist das gut, wenn du Test machst. Du musst immer wissen, wo, pipapo. Ich habe auch eine Aufgabe, weißt du? Helfen. Was machen Sie denn zum Beispiel, um sich zu integrieren? Ich habe viel gemacht, ey. Bei uns ist normal, ich schlag meine Frau.
Ich habe die nicht mehr jetzt, bestimmt 2 Monate. Ja, ich sage dir ehrlich, ich habe die nicht mehr. Ich habe zum Beispiel auch, weil Nachbarn, die sagen, oh, der Ausländer ist dumm, weißt du? Der schlägt seinen Frau, was schlägt meine Frau? Ich habe die nicht mehr geschlagen, jetzt seit 2 Monaten. Was mache ich noch andere, ey? Da, ich trinke Bier. Ich habe davor immer Wodka. Ich trinke Bier mit meinen Nachbarn. Ja, das ist ziemlich gut. Finden Sie denn, dass der Integrationstest Sinn macht? Sollte man den einführen? Ja, super, ey. Du musst immer gucken, dass in Deutschland, wo du lebst, respektier dein Land, weißt, respektier den Mensch und test, wie heißt das Wort da? Integration. Das ist immer gut, weißt. Ist immer gut, wenn du weißt, wohin. Wenn ich nicht weiß, dass hier ein Gerät ist, dann laufe ich dagegen. Wenn ich weiß, ich muss vorbei, dann gehe ich vorbei. Ey. Was labert der, ey? Boah. Aber geile Kamera, hein? Die Steuer, die Steuer, gell? Ja, ganz schön. Ich muss gehen, ich muss ihn anrufen, ey. Alles klar. Ja, vielen Dank. Kein Ding, ey. Nächstes Mal, wenn du mich siehst, nochmal, ne?